Hallo, ich zeige euch heute das Tuch Sanne. Ich verwende dafür die Woolly Hugs Merino Silk Socks. Sie läuft 420 Meter auf 100 Gramm und sie besteht zu 58% aus Wolle, 25% Polyamid, 11% Seide, deshalb Silk Socks, und 6% Polyester Elite. Das heißt, die Wolle hat einen leichten Stretch-Effekt, so dass eben das Tuch immer wieder zurück in seine Form kommt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze gemacht wird, dann bleibt jetzt einfach dran. Die schriftliche Anleitung zu diesem Buch findet ihr im Buch Mini-Tücher häkeln, einfach, schnell und mit wenig Material. Ihr findet dort weitere 15 Tücher, die jeweils nach Häkelschrift aufgebaut sind. Und wie das Ganze jetzt mit diesem Tuch gemacht wird, zeige ich euch im folgenden Video. Alle Angaben zum Buch findet ihr auch unter dem Video verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Das Tuch Sanne ist im Buch in drei unterschiedlichen Größen beschrieben. Ihr könnt das Ganze in beliebiger Größe arbeiten. Also einfach, das werdet ihr dann sehen, eine bestimmte Reihenzahl stets wiederholen. Man beginnt das Tuch an der unteren Spitze. Und ihr schlägt dafür 9 Luftmaschen an. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann häkelt ihr eine zusätzliche Steigeluftmasche für die erste Reihe und in dieser ersten Reihe häkelt ihr in die 9. bis 1. Luftmasche jeweils ein halbes Stäbchen. Die erste Reihe besteht also aus diesen 9 halben Stäbchen und man beginnt sie mit einer zusätzlichen Steigeluftmasche. So, nun lege ich euch hier die Reihenzahlen hin, damit, wenn ihr im Video zurückspulen müsst, dass ihr euch wieder zurechtfindet. Für die zweite Reihe häkelt ihr wieder eine Steigeluftmasche und wendet die Arbeit und häkelt in die ersten 3 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. 1, 2, 3. Dann eine Luftmasche arbeiten, ein halbes Stäbchen übergehen und in die folgende Masche ein halbes Stäbchen häkeln. Wieder eine Luftmasche, eine Masche übergehen und in die folgende Masche ein halbes Stäbchen häkeln. In die nächsten 2 Maschen ebenfalls ein halbes Stäbchen. Und schon ist die zweite Reihe beendet. Für die dritte Reihe häkelt ihr zunächst 9 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Dann eine weitere Luftmasche als Steigeluftmasche häkeln und in die 9. bis 1. Luftmasche jeweils ein halbes Stäbchen häkeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, nun in die folgenden 9 Maschen, die bisher schon bestehen, auch ein halbes Stäbchen häkeln. Bei der letzten Masche, beim letzten halben Stäbchen, kommt eine Besonderheit mit einer Fußschlinge, das zeige ich euch dann. Jetzt häkelt ihr erstmal 8 halbe Stäbchen. 1, 2, 3. Das 4. kommt um die Luftmasche herum. Das 5. auf ein Stäbchen, das 6. um die Luftmasche herum. Und dann 7, 8. So, und das 9. halbe Stäbchen häkelt ihr mit einer Fußschlinge. Dafür einen Umschlag auf die Nadel legen, in die nächste Masche einstechen und den Faden durchholen. Und jetzt holt ihr die Luftmasche, den Faden und arbeitet hier eine Luftmasche. Ihr zieht den Faden also nur durch eine Schlinge. In die stecht ihr nachher ein für das halbe Stäbchen, das angehäkelt wird. Und jetzt häkelt ihr das halbe Stäbchen zu Ende. Und das wiederholt ihr jetzt, bis ihr 9 Maschen angeschlagen habt. Also für die erste Masche wieder einstechen, Faden holen, dann die Fußschlinge arbeiten und das halbe Stäbchen beenden. Umschlag, einstechen, Faden holen, die Fußschlinge arbeiten und das halbe Stäbchen beenden. Jetzt habt ihr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habt ihr beidseitig 9 Maschen zugenommen. Nun kommt die 4. Reihe. Die 4. Reihe arbeitet man wieder ohne Zunahmen beidseitig. Man häkelt eine Steigeluftmasche, wendet die Arbeit und häkelt dann in die ersten 3 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. 2, 3. Und jetzt häkelt ihr abwechselnd eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen, also jeweils eine Masche übergehen, ein halbes Stäbchen. Luftmasche, Masche übergehen und ein halbes Stäbchen. Luftmasche, Masche übergehen und ein halbes Stäbchen. Und das häkelt ihr, bis ihr nur noch
drei Maschen in Arbeit habt. Eigentlich bis ihr nur noch zwei Maschen in Arbeit habt, weil auch am linken Rand enden wir mit drei Stäbchen und eins arbeiten wir ja sowieso. Also hier sind wir jetzt soweit. Ich habe hier noch zwei Maschen, ein halbes Stäbchen habe ich schon, also behäkle ich die letzten beiden Maschen mit je einem halben Stäbchen, sodass ich hier drei habe auf der linken Seite und auf der rechten Seite auch. So, und nun kommt die fünfte Reihe, die beginnt schon genauso wie die dritte Reihe. Ihr häkelt 9 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine zusätzliche Steigeluftmasche und dann die 9. bis 1. Masche mit je einem halben Stäbchen behäkeln. Drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt behäkelt ihr alle Maschen wieder mit einem halben Stäbchen, also durchgehend. Bei den Luftmaschen könnt ihr um die Luftmaschen herum einstechen. Und bei den halben Stäbchen steche ich eben immer hier so ein, dass ich durch beide Maschenschlingen durchgestochen habe. Und jetzt ist man hier am Ende mit den drei halben Stäbchen am Rand. Die werden auch mit je einem halben Stäbchen behäkelt. Und beim letzten, wie in der dritten Reihe auch, wird wieder unten eine Fußschlinge gearbeitet. So, und in die Fußschlinge kommen jetzt nach und nach wieder insgesamt 9 halbe Stäbchen mit wieder einer Fußschlinge. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. So ist die fünfte Reihe jetzt fertig. Und ihr seht, das Tuch gewinnt recht schnell an Breite. Deshalb ist es eben auch so ein schönes, flaches Minituch. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Das eben dann sich schön um den Hals schmiegt und lange Flügel hat, die sich schön binden lassen. So, und für die sechste Reihe, wieder wie bei der vierten, eine zusätzliche Steigeluftmasche arbeiten. Die ersten drei Maschen mit je einem halben Stäbchen behäkeln. Und dann häkelt ihr abwechselnd eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen, bis ihr nur noch zwei Maschen zum Behäkeln habt. Und wenn ihr dann die sechste Reihe fertig habt, dann wiederholt ihr die fünfte und sechste Reihe ständig, bis ihr eure Wunschgröße erreicht habt. Es macht Spaß, solche flachen Tüchlein zu häkeln. Also wie gesagt, in dem Buch findet ihr insgesamt 16 Tücher, viele aus verschiedenen Richtungen gehäkelt, mal von der Seite, mal von oben und eben wie dieses von unten. Jetzt habe ich noch zwei Maschen und die werden jetzt mit einem halben Stäbchen behäkelt. Und die siebte Reihe geht jetzt eben wieder weiter, dass ich zunächst erstmal 9 Luftmaschen anschlage und diese dann eben behäkel. Da kommt wieder eine blickdichte Reihe. Und am Ende der Reihe, ganz am Ende des Tuches, könnt ihr also selbst entscheiden, ob ihr mit einer Gitterreihe das Tuch beendet. Oder jetzt hier einfach nochmal direkt eine Reihe mit halben Stäbchen ohne beidseitige Zunahmen draufhäkelt, damit das Tuch einen blickdichten Abschluss hat. Das könnt ihr selbst entscheiden. Wie gesagt, die schriftliche Anleitung mit Häkelschrift, mit ausführlicher, ist unter dem Video verlinkt. Da kommt ihr zum Buch und abonniert gerne den Kanal. Ich stelle noch weitere Tücher aus dem Buch vor und natürlich auch viele andere Ideen. Ihr könnt das natürlich auch das Tuch mit einem Verlaufsgarn häkeln oder mit einem Bobbel. Ich habe eben hier die Tücher mit verschiedenen Farben, alle aus der Silk Socks, ins Buch eingestellt. In verschiedenen Größen. So, dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.